Die meisten Leute wissen, dass Webseiten Daten von uns speichern bzw. Daten von uns generieren. Die wenigsten wissen, wie man eigentlich nachsieht, welche Daten das sind, wo die herkommen und wie das mit den Web-Developer-Tools geht. Natürlich hängt das auch damit zusammen, was wir alles an Speichermöglichkeiten haben, wenn wir eine Webseite bauen. Also sehen wir uns das mal anhand des Beispiels YouTube an. Dazu surfen wir einfach auf die entsprechende Webseite oder auch jede beliebige andere natürlich, die ihr gerne hättet. So, und mit F12 kommen wir wieder zu den Developer Tools. Und im Bereich Developer Tools gibt es hier das Thema Application. Und in diesem Bereich Thema Application gibt es jetzt mehrere Storages, die wir entsprechend verwenden können. Das wohl bekannteste sind die Cookies. Was die wenigsten wissen, dass wir auch eine Index.db und ein WebSQL zur Verfügung haben. Das sind eigentlich zwei Mini-Datenbanken, die direkt im Browser laufen. Und zwei zusätzliche Storages, einen sogenannten Local Storage, der auch über die aktuelle Surf-Session hinausgeht, und einen Session Storage, der Werte beinhalten kann, die jetzt mit der aktuellen Sitzung, also mit dem jetzt aktuellen Besuch zu tun haben. So, und diese Elemente, die sehen wir uns jetzt mal an. Gut, beginnen wir mal mit den Cookies. Die meisten Leute sind von den Cookie-Banners genervt und das zu Recht. Ja, hier hat der Gesetzgeber mal, ja, sagen wir, ein bisschen ins Klo gegriffen. Gut gemeint ist nicht gut gemacht, denn wie reagieren die Leute? Genauso. Mit Consent Blocker. Gut, das ist der sogenannte Cookie Consent, der hier abgefragt wird. Also darf hier entsprechend Werbung oder individualisierte Werbung geschalten werden. Das ist der Cookie Consent und hier gibt es einen entsprechenden Wert. Ja. Yes.at.de. Also hier ist offensichtlich auch das Land irgendwie mit reinkodiert etc. Dieser Consent hier, der hier abgespeichert wurde, von YouTube, ich kann mich zwar nicht erinnern, dass ich in dieser Private Session gesagt hätte, ja, aber okay. Dieser läuft ab 2038. Das heißt, dieses Cookie liegt bis zum Jahr 2038. Zumindest theoretisch, praktisch wird mein Rechner wohl nicht so lange in dieser Konfiguration leben. Aber würde er das tun, würde dieser Consent bis zum Jahr 2038 bleiben. Ja, ich hätte diesen zugestimmt und erst dann wäre das Cookie weg. Das heißt, der Browser würde es zu diesem Expire-Datum löschen und nicht mehr an den Server schicken. Immer wenn wir Daten, wenn der Browser zum Server kommuniziert, also eine Kommunikation zwischen Browser und Client und Server stattfindet, dann werden die entsprechenden Cookies mitgesendet, damit der Server dann weiß, was Sache ist. Also die Cookies sind die kleinen Brotkrümel, die auf unseren Rechnern herumliegen, in den Browsern herumliegen, und immer wieder zum Server mitgeschickt werden, damit dieser weiß, was Sache ist. Gleichzeitig sind die Cookies natürlich unterschiedlich je Browser. Also der Chrome hat andere Cookies wie der Firefox, also nicht andere, weil die Webseiten andere Cookies ausspielen, sondern andere, weil natürlich die Webseite, wenn YouTube hier sagt, okay, speichere dieses Cookie ab, dann macht das genau diese Browser, mit denen ich zu diesem Zeitpunkt hinsurfe. Und hier sieht man auch noch weitere Cookies. Hier sieht man, okay, dieses Cookie geht bis 14.10. Ja, dieses ist aktuell nur in der Session verfügbar und dieses geht bis 2021. Ja, die Visitor-Info. Okay, das ist Cookie. WebSQL in dieser Datenbank speichert YouTube jetzt nichts, aber wir sehen hier noch weitere. Ein YouTube IDB Test Do Not Use. Das ist ja toll. Also YouTube legt eine Testdatenbank an, bei der sie selber sagen, bitte nicht benutzen. Na schön. Also, das ist eine Datenbank, die liegt bei uns auf dem Rechner, im Browser drinnen. Ja, dann gibt es noch eine Push-Notification-Datenbank. Auch hier sind entsprechende Werte vorhanden. Ja, in dieser Datenbank sind in der Index.db immer so Key-Value. Ja, und das ist der entsprechende Key und hier sieht man dann auch die entsprechenden Values, die da hier gespeichert werden. Also eine Datenbank kann auch
etwas größer werden. Und hier gibt es noch eine Meta-Datenbank. Da ist noch nicht viel drin. Ich bin hier mit einer neuen Session im Private-Modus hingesurft und das hat YouTube alles über mich angelegt sozusagen. Ja, auch hier gibt es noch einiges in einem Session Storage. Dieser ist physikalisch vorhanden sozusagen, ist ähnlich wie ein Cookie, nur haben die Session Storages auch so ein Key-Value-Paar, aber der Unterschied ist der, diese Session Storage kann auch signifikant mehr Daten beinhalten als die Cookies. Die gute Frage ist jetzt natürlich, ist der Session Storage auch vom Cookie-Banner betroffen? Darf man in den Session Storage schreiben, wenn man die Cookies nicht zulässt? Könnt ihr mal in der Datenschutzgrundverordnung nachlesen, beziehungsweise in etwaigen Gerichtsverfahren oder Urteilen. So, und dann gibt es noch den Local Storage. Der Session Storage, der verschwindet über die Session hinweg. Also wenn ich mein Browserfenster schließe und wieder öffne, habe ich einen neuen Bereich im Session Storage. Der Local Storage jedoch, der bleibt. Und auch hier gilt dieser, ja, das ist so wie Session Cookies und Session Cookies. Bei den Session Cookies ist auch so, wenn ich die Browserfenster schließe, sind die wieder weg. Bei den normalen Cookies bleiben die länger, eben bis zu dem entsprechenden Expire Date. Und beim Local Storage ist es ebenfalls so, dass dieser eigentlich bleibt und dass sich die Applikation, sprich die Webseite, darum kümmern will, ob wir diesen haben wollen oder nicht. Möglicherweise hat die Applikation auch einen Service Worker installiert bei uns. Auch den würden wir hier sehen. Das ist ein Dienst, der sozusagen im Hintergrund läuft. Den könnt ihr hier updaten oder auch deaktivieren. Das ist ein Dienst, der läuft im Hintergrund automatisch, sobald der Browser sozusagen gestartet ist. Ja, und hier kann ich die Storages clearen. Ich sehe, im Moment braucht YouTube hier gut 30 Kilobyte, ja, von verfügbaren 2,2 Gigabyte. Ich bin nur einmal hier hingesurft. Ich habe noch nichts getan. Ich habe mir keine 15 Videos angeschaut in dieser Session, in diesem neuen Private Window. Gar nichts. Also das war nur mal hingesurft. Das sind sicher, wenn ihr bei euch reinschaut, signifikant größere Daten vorhanden. Ja, und das, was ich hier sehe in den Developer Tools, ist natürlich das, was in diesem Browser für diese Webseite gerade gespeichert ist oder diese Webseite gerade an Daten auch von mir verfügbar hat. Und ja, das ist natürlich je Seite entsprechend vorhanden. Was auch noch ist, Session Storage, Local Storage, Index.db und das WebSQL, also diese Bereiche hier, ja, die sind nur am Client. Das heißt, die werden standardmäßig mal nicht zum Server übertragen. Anders bei den Cookies und Session Cookies. Cookie und Session Cookies werden automatisch im HTTP-Header mitgeschickt. Die Storages entsprechend nicht, die sind im Client vorhanden und werden dann mit JavaScript ausgewertet oder kann mit JavaScript darauf zugegriffen werden. Und wenn das erledigt ist, oder was natürlich schon sein kann, dass JavaScript Daten auslässt und zum Server schickt. Das geht natürlich schon. Ja, aber standardmäßig werden die nicht vom Browser mitgeschickt. So, jetzt Clear Site Data und dann wird mal, so gut es geht, entsprechend ein paar Sachen gelöscht. Außer natürlich ein paar so Session-Sachen etc. Aber wie man sieht, hier einiges gelöscht. In diesem Sinne, seht mal nach, welche Seiten was von euch sammeln und wohin speichern. Keine Angst, wenn ich jetzt F5 drücke, dann wird YouTube wieder alle möglichen Cookies bei mir ablegen. Viel Spaß! Ja, natürlich eines noch, was ganz Wesentliches. Ich lade mal hier die Seite neu. Alles, was direkt am Client ist, ist ja auf meinem Rechner sozusagen. Und somit auch vollumfänglich in meiner Gewalt. Ja, ich sehe hier Cookie Consent, hier gibt es wieder ein paar neue Cookies, ein paar entsprechende Cookies. Also in meiner Gewalt heißt, ich kann jetzt hierher gehen und kann einfach sagen, okay, ich bearbeite diesen Wert und sage hier einfach mal No. So, und wenn YouTube das jetzt nicht ordentlich abgesichert hat, dann schickt mein Client No und YouTube übernimmt das so. Also sagt, okay, da war ein Nein dabei. Ich vermute hinten, dass V3, BX,
eine entsprechende Signatur, ähnliches etwas ist oder so, wo wir sagen können, okay, YouTube wird vielleicht merken, dass sich das verändert hat. Aber die meisten Webseiten machen das nicht. Also die meisten Webseiten, die schreiben irgendwelche lustigen Cookies und sobald das Cookie mal da ist oder eben, dann wird das einfach so hingenommen. Ja, aber es liegt, wie gesagt, in meiner Gewalt. Und wenn ich von jemand anderen zum Beispiel jetzt so ein Session-Cookie stehle, was ich nie tue, weil das ist illegal, aber angenommen, ich würde das stehlen, würde auf die Seite hinsurfen und würde dann entsprechend den Wert verändern, dann bin ich zum Beispiel als dieser Benutzer angemeldet. Was bei E-Banking durchaus spannend sein kann. Ja, aber natürlich auch, wenn es um E-Mails geht oder ähnliches. Das heißt, ich bin in der Applikation dann angemeldet unter einem anderen falschen User da. Deswegen ist auch Session Cookie Hijacking durchaus ein ja, spannendes Thema, vor dem man sich schützen sollte. Aber wichtig in diesem Fall einfach, wie gesagt, was hier im Client geschieht und hier im Client abgespeichert wird, ja, ist auf meinem Client, das kann ich auch verändern. Und zwar über die Developer Tools zum Beispiel. Gut, jetzt reicht es aber mit diesem Video. Seht euch das mal an, wie gesagt, und schreibt es in die Kommentare, wer findet vielleicht den größten Speicher, den YouTube bei wem belegt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.